Unreal Technology. 2K Games. Jagger. Oder Jäger. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Spec Ops The Line und willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, und zwar Spec Ops The Line, wie schon gesagt. Ist ein cooles Spiel, es ist ein deutsches Entwicklerstudio. Und zwar namens Jäger, keine Ahnung, wie man das genau ausspricht hier, aber das Spiel ist wirklich genialst. Und zwar, es zeigt den Krieg nicht so, wie er wirklich ist. Also, es zeigt den Krieg, wie er wirklich ist, ja. Nicht so wie bei Call of Duty oder Battlefield oder so, der spezielle, der ultimative Supersoldat ohne Emotionen und so ein Scheiß. Nein, bei Spec Ops The Line wird es wirklich gezeigt, wie der Krieg wirklich ist und dass die... Und das nimmt dann die Soldaten werden dann wirklich mitgenommen vom Geschehen und von der Situation und so, ja. Also es gibt hier keine Superhelden. Und die Story soll eben deswegen auch nochmal sehr, sehr cool sein bei diesem Spiel. Wir schauen hier nochmal kurz auf die Grafik. Jawohl, ist alles schön eingestellt hier. Audio. Wir haben nochmal zum Mitlesen. Habe ich mal Untertitel angemacht, ja. Also wer mitlesen möchte, falls ich mal irgendwo dazwischen reinlabern sollte oder so, der kann dann mitlesen. Und wie gesagt, die Story soll hier wirklich ganz speziell sein und ganz interessant, da es halt eben nicht so der typische Action-Hero-Movie ist, sondern halt es halt doch schon ein bisschen realistischer ist und dann wirklich den Krieg vielleicht auch realistisch rüberbringt. Aber weniger quatschen, wir schauen uns das jetzt natürlich selber an, wie das ist. Und das Coole ist, direkt aus diesem Bildschirm hier, auf diesem Hauptmenü geht's los ins Spiel. Auch ganz, ganz nice gemacht, designtechnisch. Und die deutsche Lokalisation von der Sprache her ist auch wirklich ziemlich gut gelungen, muss man sagen. Das gefällt mir. Hab ihn! Das war nicht der Letzte! Ich sehe sie! Jawohl, und da haben wir schon das Steuer übernommen und schießen hier mit der Gatling auf andere Helikopter in Dubai. Ja, 2K Games präsentiert. Okay, und wir ballern hier schön, während hier alles schön präsentiert wird und hier noch ein paar Schiffe wahrscheinlich reinfliegen werden. Eine Jagger-Produktion. Ich nenne es mal Jagger, ich bin mir nicht genau sicher, wie es heißt. Aber ich nenne es Jagger, hört sich cool an. So wie Mick Jagger. Ballern hier ein bisschen die anderen Helis zusammen hier, ganz schön. In den Häuserschluchten von Dubai. Es ist ein postapokalyptisches Szenario, soweit ich mitbekommen habe. Ich schaue mir natürlich nicht so viel an von den Spielen, damit ich ein bisschen selbst die Spannung und Überraschung habe. Aber es sieht so aus, als ob Dubai vom Sand eingenommen wurde, also quasi zerstört vom Sand. Und wir sind halt da eben in einem postapokalyptischen Zeitalter, wie es aussieht. In einer nicht allzu weit entfernten Zukunft. Und haben da halt eben so unsere Einsätze. Wie man sieht, überall Sand und zerstörte Gebäude. Und wir ballern uns hier schön den Weg frei. Oh, da hat es einen rausgehauen. Ich hab den Fallschirm vergessen, der Gute. Oh ja, da halten aber auch einiges aus hier, bis sie mal kaputt gehen. Oh, ein Sandsturm. Und werden wir schon mit der Materie gleich mal hier konfrontiert. Konfrontiert, ja, ist das Deutsch? Ja, das war Deutsch. Ein Sandsturm zieht er nämlich auf. Oh, der kommt aber gefährlich nahe hier. Und au, schön gegen den Kran. Sehr schön gemacht. Oh, und der Sandsturm. Ja, kein Wunder, dass die Stadt kaputt ist. Schaut euch mal diesen scheiß Sandsturm an hier. Wow, ach du Kacke. Ist der gegen uns geflogen? Sah fast so aus, ist alles schwarz. Wäre aber natürlich doof, wenn sie jetzt schon drauf gehen würden, dann wäre das Spiel nicht allzu lange. Wir hören irgendwas. Oh, früher. Sowas mag ich besonders, ja. Wenn da steht früher und dann gibt es einen Backflash. Das ist extrem geil. Und jetzt halte ich mal meine Fresse. Ist John Conrad der beste Offizier, den ich kenne? Ich weiß nicht. Damals in Kabul hat er meinen leblosen Körper einen Kilometer zum Rettungshubschrauber geschleppt. Ich bin vielleicht voreingenommen. Aber die Fakten lügen nicht. Der Mann ist ein verdammter Held.
Damals die ersten Stürme in Dubai habt ihr wahrscheinlich daheim gemütlich im TV verfolgt. Conrad führte die Damned 33rd aus Afghanistan raus. Aber statt heimzufliegen, meldete er sich mit seiner ganzen Truppe zur Evakuierung. Schätze, ihr habt nur gespendet. Es heißt, Conrad erhielt Order abzuziehen. Er verweigerte den Befehl und die 33. hielt zu ihm. Es ist immer noch nicht so recht klar, was dann passiert ist. Sicher ist nur, die Stürme wurden schlimmer. Immer schlimmer. Die letzte Nachricht aus Dubai besagte, Conrad führe einen Tross Überlebender aus der Stadt. Das war vor 6 Monaten. Dann, vor 2 Wochen, fingen wir diesen Funkspruch auf. Hier spricht Colonel John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt, war ein kompletter Fehlschlag. Verluste, zu viele. Hey Cap! Captain Walker! Was gibt's, Logo? Es gibt ein Problem, Sir. Geht's um die Mission? Nein, Sir. Dann wende dich an den Lieutenant. Verstanden. Lieutenant Adams? Was gibt's, Sergeant? Wie ist Ihr Status? Status ist wund, Sir. Wund, Sergeant? Ja, Sir. Feinkörniger Gegner ist in US-Gebiet eingedrungen. Bekannt als meine Hose. Sir. Klappe, Idiot. Gentlemen, willkommen in Dubai. Yep, immer noch tot. Werden wir sehen, Sergeant. Hast du das Funksignal geortet? Ja, Sir. Etwa 800 Yards entfernt. Also 800 Yards, bis wir sehen, wer mehr Scheiß redet. Du oder die Aufklärung? Wow. Wäre ich nicht so eine Killermaschine? Wäre ich jetzt verletzt? Okay, denk daran, das hier ist ausgewiesenes Niemandsland. Das heißt, wir sollten nicht hier sein. Alles streng nach Vorschrift, okay? Aber klar doch. Gut, hier heißt einer, der hier heißt Lugo. Ich nenne ihn Jugo, weil ich bin ein Serbe. Und früher hat man zu uns Serben Jugos gesagt. Wir waren ja auch Jugoslawien. Deswegen nenne ich den Jugo. Und hier haben wir Adams. Den nenne ich aber Obama. So, Jugo und Obama. Deckung gehen. Aha, also W und Leertaste um zu... Alles klar, Umschalt links zum Springen. Sehr schön. Wow, was in Dubai passiert, bleibt in Dubai. Los. Nee, das war Las Vegas, Lugo. Alles klar. Du blöder Jugo, du, das war Las Vegas. Nicht Dubai. Okay, sie ist ja ziemlich empfindlich, muss man sagen. Uah. Also schauen wir, dass wir hier vielleicht doch ein bisschen die Steuerung ein bisschen runtersetzen, wenn es denn geht. So, also machen wir mal 3 hier. So, 3 sollte... Oh, ist immer noch ziemlich... Ist immer noch ziemlich empfindlich, aber sollte hinhauen. Das ist also übrig von der 33. So, Befehl zum Abseilen, Jungs. Wee! Halt's Maul, Hugo! Spaß, Boss. Wir sind der Boss. Das sind wir sehr gut. Was für eine Mission denn? Wir fühlen hier einem toten Hund den Puls. Oh, das war irgendein Vieh. Guckt's mal. Irgendwelche Ziegen oder irgendwas lauft hier rum. Auf E können wir Waffe wechseln. Okay. Eine M9, eine typische italienische Militärwaffe. Ist aber ganz cool. Willst du uns verarschen? Wie kannst du sowas fragen? Da ist keiner, Mann. Klingt wie der Funkspruch. Es ist immer noch ziemlich. Es ist immer noch ziemlich empfindlich. Ja, was soll denn der Scheiß hier? So, setzen wir halt runter auf 1. Vielleicht geht's auf 1 besser. Kommt, bringen wir es hinter uns. 1 ist immer noch. Aha, es ändert sich ja fast gar nichts. Also muss ich mich da ein bisschen dran gewöhnen, dass es so empfindlich ist. Drücke in Dube ein, finde die Quelle des Funksignals. Hey! Ist da wer? Ist da jemand? Vergiss es! Da ist niemand. Und was wollen wir dann hier? Lugo hat schon recht. Bist du jetzt auf seiner Seite?
Sicherheit. Wo er recht hat, hat er recht. Hey, der Stab sagte, seht euch um und das tun wir. Ich weiß nicht. Nicht gerade ein Job für drei eiskalte, super gut aussehende Delta-Operators wie uns. Nimm's als bezahlten Urlaub. Also ich bevorzuge Strände mit einem sexy Lady zu Leichenverhältnis von 3 zu 1. Lugo, hörst du dir eigentlich selbst mal zu, wenn du so einen Scheiß redest? Nein, tue ich nicht, Sir. Das würde mich nur aus dem Konzept bringen. Hier spricht Colonel John Conrad, United States Army. Ich hab so ein Gefühl, man beobachtet. Der Versuch. Gut, man soll ruhig sehen, wie sexy ich im Job rüberkomme. Hier scheint's zu sein. Der Konvoi blieb im Sturm stecken. Ja, das ist es. Was immer es auch ist. Was soll das jetzt heißen? Das ist ein Notrufsender, aber kein Militär. Okay, wir haben die Quelle des Funksignals gefunden. Und von wem? Keinen blassen Schimmer. Aha. Verdammter Mist. Walker. Sieh dir das mal an. Wo gibt's denn? Was hast du denn gefunden, Obama? Oh, Scheiße. Oh. So könnte man das auch sagen. Die Leiche sieht frisch aus. Ist sie auch. Einer von der 33. Wer hat das getan? Wahrscheinlich dieselben, die uns hinterhergeistern. Ah, das war nicht die Frage. Keine Sorge. Ich schätze, das finden wir schnell raus. Mein Name ist Captain Martin Walker. Wir suchen nach Überlebenden. Warum? Um uns auch zu töten. Was tun Sie? Markus mit seinem Amreich. Shalem, Shalem, Shalem. Vielleicht verstehen wir uns besser. Agarin Terim harf Besanim. Sehr gut, Lugo. Das kann sehr schnell überkochen, Walker. Schon klar. Oh, drüber ist Sand. Siehst du den Booster? Der ist voller Sand. Wenn es zu heiß wird, schießt die Scheiben raus. Das bringt uns einen Vorteil. Flüchtlinge! Überlebende des Sturms! So gefällt mir das, durch die Badass! Yes, jetzt geht's los hier, Action! Schönes Geballer in Dubai. Ich lade nach. Gemetzel auf Arabisch. Schlem, chlem, kaputem. Jawohl. Ah. Ah. Blendbefehl. Mauf 3. So, jetzt noch mal ganz kurz, bevor ich es vergesse, ja. Wenn ihr Arabisch lernen wollt, wir sind ja hier in Dubai, ja, man muss natürlich ein bisschen hier die Kulturen hier ein bisschen berücksichtigen und so. Wenn ihr Arabisch lernen wollt, es geht mit Hilfe einer Rosine. Wenn ihr euch jetzt fragt, hey, wieso mir eine Rosine helfen, Arabisch zu lernen, ganz einfach. Ihr nehmt eine Rosine in die Hand, steckt sie dann so weit zurück in die Zunge, also so weit zurück in den Gaumen, so dass sie gerade so ein bisschen auf der Zunge noch ist und fast in den Hals. Und dann, sobald sie runtergeht in den Hals, versucht ihr sie wieder rauszuspucken. Und das hört sich dann so an. Und dann lernt ihr Arabisch. Ist ein alter kleiner Witz. Der kommt jetzt vielleicht nicht so gut rüber, aber es ist ein kleiner alter Witz, wie man Arabisch lernen kann, ja, mit Hilfe einer Rosine. Falls ihr den noch nicht kennt, die, was ihn schon kennen, würden sagen, alter Witz, der ist langweilig. Aber vielleicht hat er ja einen oder anderen gefallen. So, der ist hier oben, ich sehe es. Ich sehe seine Beine. Okay, mach's. Tu es. Tu es. Mach's, Hugo. Hugo, schalten aus. Yes, schön gemacht, Hugo. Oh, der Hugo muss gleich alles zerstören hier. So, weiter geht's. Jawohl. Es ist leider ein bisschen zu sehr zu sehr empfindlich, die Steuerung, deswegen kann ich hier nicht so genau zielen. Ich bevorzuge es, wenn sie ein bisschen langsamer ist und ein bisschen weniger empfindlich, so kann man dann schöner zielen. Aber ich bekomme schon irgendwie hin.
Wir haben keine Waffe mehr für. Okay, dann holen wir uns halt hier in den Micro SMG. Oh ja, in your fucking face. Ist er tot? Nee. Oh, jetzt ist er tot. Jetzt ist er bestimmt tot. Ich denke, wir sollen hier Menschen retten. Was war denn das? Eine fette dicke Explosion war das. Lass mal hören. 33. Hier Alpha Patrol. Werden angegriffen. Ich wiederhole. Sind von Rebellen umzingelt. Brauchen sofort Hilfe. Scheiße. Massen hat erwischt. Wir brauchen Hilfe. Lugo, Distanz. Circa 100 Meter entfernt. Los, kommt. Vorsicht. So, sorry, dass ich jetzt noch mal unterbreche hier, aber wieso geht es nicht hier? Ah, das ist viel zu empfindlich, der Scheiß. Das gibt es ja nicht. Okay, dann mache ich die Maus selber weniger empfindlich. Stelle die DPI schnell runter. Geht ja hier per Knopfdruck zum Glück. So, also bis ich... Ja, jetzt ist es schon ein bisschen besser hier. Aha. W-Punkt, Leertaste aus dem... Okay. Alles klar. Wir haben wieder Munition für den 4A1. Dann holen wir die auch raus hier. Der ist natürlich einiges stärker. Jawohl, jetzt geht's auch mit dem Team hier um einiges besser. Jetzt geht's mit dem Team viel besser hier. So, wie war das nochmal? Die an der Deckung raushupfen. Okay, hier umsprinten. Umschalt, sprint man hier raus. Okay, muss mich noch ein bisschen gewöhnen hier an die Steuerung. Aber wir kriegen das schon hin irgendwie. Alpha, wenn ihr mich hört, wir sind unterwegs zu euch. Scheiße. Gott sei Dank. Ich glaube, Marston ist tot. Sind Sie verletzt? Ist noch jemand bei Ihnen? Wir sind zu viert. Alles okay, aber uns geht die Munition aus. Lang geht das nicht mehr gut. Gut, haltet durch. Wir sind gleich da. Bloß nicht den Kopf in den Sand stecken, Jungs. Wir kommen gleich. Die haben uns noch nicht entdeckt. Wir sollten Schalldämpfer nehmen. Gute Idee. Kill sie, bevor sie uns sehen. Halt! Bewegt sich! Da sind sie, ich sag doch! Tragfläche! So, schauen wir das wieder vor. Oh, scheiße, der schießt aber ganz gut auf uns. Schnell in Deckung gegangen hier. Die Gegner sind auch schön zielgenau, das gefällt mir. Sie haben eine gute KI und schießen auch wirklich effektiv. Oh, mit Raketenwerfer sogar. Ja, dafür sind die Araber ja bekannt. Das ist normal hier. So, sind dann nur noch 7 Schuss. Wechseln wir schnell zur nächsten Waffe und machen weiter hier. Jawohl. Ein schönes Flugzeug hier. Ja, Sir Airline. Bei ihnen solltet ihr demnächst keinen Flug mehr buchen. Ihr seht, sie haben keine guten Piloten, ja. Geht diese Waffe überhaupt so weit, weil sie das Fadenkreuz weit nicht rot? Ja, geht schon, aber natürlich nicht so. Nicht so präzise. Jetzt habe ich es gefunden, das Wort. Wo sind denn eigentlich meine Jungs? Ah, die sind hier da vorne. Meine Jungs sind da vorne schon und ich eier hier hinten rum. Einer weniger! Jawohl, einer weniger. So, wo sind denn die anderen hier? Ein bisschen Muni aufsammeln noch unterwegs. Könnten wir natürlich gebrauchen. Oh, hier ist viel Geschrei. Hier ist sehr viel Geschrei. So, nehmen wir meine Schrotflinte hier. Bam! Bam! Scheiße, treffen sollte man, bevor man Bam ruft. Oh, die Schrotflinte verzieht aber auch ganz schön. Das finde ich ganz cool. Oh, da hinten die fette, geile Mucke. Oh, Metal. Oder Rock halt eben. Das ist sehr nice. Feind ist tot! Feuerschutz, rücke vor! Wir kommen, haltet durch!
Yes! Ich mach auch alle Platte, ja! Gibt's noch welche? Ah, Deckung, Deckung, Deckung! Da stand eigentlich die ganze Form und ich habe nicht gesehen. Wie geht das? So, jumpen drüber hier. Jump drüber, Alter! Habe ich die scheiß Tasten vertauscht hier? Wir haben wieder für die AK-47 Munition! Jetzt kann man hier vielleicht auch die Seiten ein bisschen... Aha, Salve und Auto kann man auswählen. Ist auch nice. Yay, Zeitlupe! Rette Alpha Patrouille! Ja, einen haben sie leider noch in den Kopf geschossen, aber der andere hat überlebt. Schnell, sag was, Boss. Er stirbt uns. Wir helfen Ihnen. Halten Sie durch, ja? Lasst mich. Sie haben McPherson. Ihr müsst ihn finden. Klar, aber Sie müssen mir sagen, wohin er gebracht wurde. Sie haben ihn ins Nest gebracht. Nest? Ins Nest, gut. Und was ist mit Conrad? Ist er am Leben? So eine Scheiße. Lugo, markier die Leichen auf dem Tag. Adams, such draußen nach Spuren. Ich möchte wissen, was in dieser Stadt los ist. Eine Menge Spuren Richtung Norden. Dann folgen wir ihnen. Schalem, schalem, halabababababa, chala, chala. Schabrablabababa. Das war die erste Mission von Spec Ops The Line. Und man sieht hier schon, es ist echt actionlastig. Und so gehört sich das. Die wurde in dem Moment zur Rettungsaktion, als wir ermordete US-Soldaten gefunden haben. Befehlsverweigerung, cool. Was sollen Befehle, wenn dadurch Kameraden sterben, Lugo? Ja, ich sehe Hugo. Wenn Conrad noch lebt, wovon ich ausgehe, würde er sicher dasselbe sagen. Hier enden die Spuren. Ist wohl das Nest. Sehr idyllisch. So postapokalyptisch. Nicht leichtsinnig werden. Die Kerle haben 4 Soldaten getötet und einen weiteren gekidnappt. Gut, alles klar. Dann machen wir hier einen kleinen Cut für das erste Mal. Spec Ops The Line ist ein hammergeiles Game, wie ihr vielleicht jetzt schon gesehen habt, wenn ihr den ersten Part miterlebt habt. Es wird ein verdammt geiles Let's Play und ich hoffe, ihr seid bei allen Parts mit mir dabei und schaut euch das gemeinsam mit mir an. Es wird ein verdammt geiles Spiel einfach, ja. Das dürft ihr nicht verpassen. Gut, wir sehen uns dann weiter im nächsten Part. Also, bis dann.